Der Prototyp des Peugeot Typ 161 gilt als Basis des ab 1922 gebauten Peugeot Typ 172 PC. Sie waren die Weiterentwicklung des Peugeot BB, an dem Ettore Bugatti gewirkt hatte. Der Bau dieser Kleinfahrzeuge war in der schlechten wirtschaftlichen Situation Frankreichs nach dem Ersten Weltkrieg begründet. Der Wunsch nach günstigeren Kleinwagen war groß und die als Quadrilett bezeichneten Modelle 161 und 172 wurden insgesamt ca. 12.305 Mal ausgeliefert. Trotz der für damaligen Verhältnis hohen Anzahl sind diese Oldtimer heute sehr selten. Auch der steuerliche Aspekt war für die dürren Nachkriegszeiten interessant, denn aufgrund ihres Hubraums wurden sie noch als Motorrad gerechnet. Daher kommt auch der Name Quadrilett, was eine Anspielung auf ein vierrädriges Motorrad ist. Während beim Modell Peugeot 161 die Passagiere ähnlich wie auf einem Motorrad auf zwei Sitzen hintereinander saßen, hatte der Peugeot Typ 172 bereits zwei Sitze nebeneinander und glich so einer Kleinstausführung eines Tourenwagens. Dies gelang durch die Vergrößerung der Karosserie. Anstatt der Modell 161 Länge von 2,95 m wurde der Typ 172 um 20 cm länger und von 1,17 m Breite auf 1,20 m verbreitert. Eingestiegen wurde durch die kleine, aber einzige Türe auf der Beifahrerseite. Der hier gezeigte Typ 172 PC hat eine kürzere Karosserie von 2,98 m, was als sportlichere Variante galt. Unterstrichen wurde dies auch durch die Steigerung der Motorleistung. Der Standardmotor des Typen 161 hatte eine Leistung von 667 Kubik bei laufruhigen 3000 Umdrehungen in der Minute. Damit erreichten diese Modelle eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km pro Stunde. Der kleine Vierzylindermotor des Typ 172 PC ist mit seinen 720 Kubik leistungsstärker und bringt es so auf eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km pro Stunde. Theoretisch wären in beiden Fällen eine höhere Geschwindigkeit möglich, aber werksseitig wurden die Motoren gebremst. Der Antrieb wirkt über ein Dreiganggetriebe auf die Hinterachse. Die Karosserie ist auf einem Holzrahmen aufgebaut und ruht auf einem massiven Vierkant-Stahlchassis. Die Vorderachse hängt an einer halbelliptischen Querblattfeder und die Hinterachse mit dem Differential ist beidseitig ebenfalls an halbelliptischen Blattfedern aufgehängt. Auch der Typ 172 PC zeichnet sich durch gute Verkaufszahlen aus. Insgesamt wurden 1922 bis 1928 werkseitig bei Peugeot 8705 Einheiten gebaut. Gefolgt wurden die Peugeot 172 BC Modelle durch den Peugeot 5CV. Heute gelten die 172er Modelle als sehr rar und erfreuen sich großer Beliebtheit.